Hallo, ich bin der kleine Mann. Heute im Bundestag. Warum haben wir eigentlich noch immer keine Regierung? Wer hat das denn jetzt verbockt am Ende? Ja, seufz. Wer ist jetzt schuld? Die CDU, die CSU, die Grünen oder das Ego von Christian Lindner? Naja, oder das Ego von Frau Merkel oder von Herrn Seehofer oder das Ego von Herrn Trittin. Jürgen Trittin, hätten Sie dem nicht irgendwie so eine Kreuzfahrt während den Sondierungsgesprächen spendieren können? Erst wenn die Kreuzfahrten ökologischer werden, logischerweise. Das daran lag es. Daran lag es. Der kleine Mann fragt sich, wer hat es denn verbockt? Die FDP. Tschüss. Wie vorbereitet war der spontane Abgang aus den Sondierungsgesprächen? Wieso wie vorbereitet? Ich habe das Gefühl, das war ein Abbruch der Verhandlungen, der sorgfältig geplant war von der FDP. Sie hat ganz offenkundig Angst vorm Regieren. Ganz im Gegensatz zu Ihnen? Ja. Wenn die SPD jetzt mit der Union eine Koalition macht, dann wäre es ja auch keine GroKo, weil die SPD ist ja gar nicht mehr Gro. Ja. Sie sind recht sarkastisch und ironisch. Wir übernehmen Verantwortung in der Opposition. Also nicht regieren ist das neue Regieren sozusagen für die SPD. Wie ist es für die CSU, jetzt mal nicht den schwarzen Peter zu haben, sondern halt noch den Horst? Ja. Wie lange noch, weiß man nicht. Nee, wir orientieren uns immer an der Sache und an den Inhalten. Ich hätte vor allem gerne eine demokratische Regierung. Und das habe ich gerade nicht als Wähler. Und da ist die SPD doch irgendwie jetzt vielleicht gefragt. Sie hätten genauso wie jeder Wähler in diesem Lande für stabile Verhältnisse auch sorgen können. Sie haben ja eine Mehrheit in diesem Lande gewählt. Ich möchte mich trotzdem einmal entschuldigen für das Wahlergebnis, dass das so viel Anstrengung Ihnen bereitet hat. Ja, aber brauchen Sie nicht zu entschuldigen. Ich habe ja selber gewählt. Ich habe ja selber dazu beigetragen. Ah, wen haben Sie gewählt? Wahlergebnis. Ja, ist ja ein Wahlgeheimnis, aber ich habe mich selbst mit Erststimme und die SPD mit Zweitstimme gewählt. Sie haben sich mit Erststimme gewählt? Ah, weil Sie ja wohnen in Ihrem Wahlkreis wahrscheinlich, ne? Das ist so, das ist so. Ich kann nur sagen, auch dem kleinen Mann kann ich versichern, jeder hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, das Beste als Ergebnis herauszuholen. Und da muss der kleine Mann jetzt auch mal zufrieden sein mit dieser Antwort. Ich sehe, Sie sind es auch. Also können wir zusammenfassen, der Wähler ist nicht schuld. Bei den Parteien ist irgendwie jeder so ein bisschen schuld, keiner und alle. Weiß ich nicht, jetzt reicht's mir auch, glaube ich. Ich mache jetzt mal den Lindner. Tschüss. Mal Lindner. Ja, servus. So, liebe Gäste, das war's. Wir schalten um zu den anderen Programmen.